Leute, kennt ihr das Samstagmorgen und ihr habt absolut nichts zu tun? Nein? Damn your real life. Doch wir haben eine Lösung für euch. Moment, das klingt seltsam. Bombard, kann es sein, dass wir in so einem seltsamen Werbespot-Parodie-Ding festsitzen? Nein. Ich meine, das macht doch zurzeit wirklich jeder. Nein. Sagst du zu allem, dass ich gerade sage, einfach nur nein? Nein. Alles klar, das ist jeden Mittwoch. Eine Folge Dead Men und Bomben gibt, wisst ihr ja bereits. Aber, denkt ihr euch sicher? Was, wenn ich die beiden nicht nur sehen, sondern auch richtig mit ihm befreundet sein will? Benutzt doch einfach Facebook, da ist eh jeder mit jedem befreundet. Wie zum Beispiel Katzen und mit Hunden, Pferde mit Flugzeugen oder Japaner mit Walfischen. Guter Punkt, Dan. Aber was ist, wenn unsere Zuschauer nun denken, aber Facebook ist doch nur Dan zu finden. Was, wenn ich viel lieber mit dem knuddeligen und viel lustigeren Bomber befreundet sein will? Keiner unserer Zuschauer sagt so etwas. Beantworte die bescheuerte Frage. Keine Sorge. Dafür gibt es nun die Lösung. 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 Die Dan Man and Bombin Facebook-Seite. Hey, sieh mal ein Chatpack. Habt immer was zum Teilen parat oder kommentiert mit uns über unsere aktuellen Episoden. Und ladet eure Freunde gleich wieder ein. Das wäre mein Stück hilfreich. Oh wow, das Teil funktioniert. Wo ist der Ausschalter? Ah, gerade ein Foto geschossen. Aber wo soll ich nur damit hin? Ich glaube, ich muss kotzen. Natürlich auf unserer Facebook-Seite, denn da findet ihr auch neben den Episoden immer mal wieder ein bisschen was von hinter den Kulissen von Dan Man and Bombin. Da kommt es, ich spüre es. Dan Man and Bombin, jetzt auf Facebook. Oh Gott, das ist... Oh, da sind auch Stückchen drin. Oh, scheiße. Oh. Du musst dich mehr zusammenreißen. Ja, schwierig, dich zu lachen. Wenn ich dich vollkotze. Ja. Ja, weißt du, wie das für mich ist? Mach das Geräusch mal, hör doch nicht dabei zu lachen in so einem Moment. Mach du mal das Kotzgeräusch, wenn alle neben dir ist. Wir freuen uns auf euren Besuch.